Und wenn ich sie einmal trage, dann kann ich sie nicht mehr umrüsten. Warum auch immer, aber es wird schon seinen Grund haben. Da ist jemand nicht zum Schuss gekommen, hä? Gut. Kommt mal runter. Ihr seht, da ist eine Giftflasche. Die ich nicht überspringen kann. Macht aber nichts. Gibt Schlimmeres. Stirb. Ja, was ist denn jetzt los hier? Gut. Und schon sind wir in der nächsten Stadt. Wie viel kostet das Krankenhaus denn hier, wenn das schon 2500 woanders kostet? Rentiert hier schon 4000. Hoi. Du bist ja günstiger geworden. Trotzdem zu teuer. Ich gehe lieber zu ihm, zu meinem tollen Bäcker mit dem Fisch an der Wand. Mach mich glücklich für 350 Gold. Guter Junge, weiter geht's. Hier gibt es wahrscheinlich keine Schlüsselfrau. Ja, mir fehlt ein Haus. Gut. Was verkaufst du denn Schönes? Oh, ihr seht, Magieschild. Ich habe dafür 7600 bezahlt. Hier kostet das Ganze 9800. Und eine neue Waffe. Cool. Sieht aus wie ein Dreizack. Soll es vielleicht auch darstellen. Oder eine zu groß geratene Gabel. Keine Ahnung. Und die Red Potion, wie ihr seht, schon 1000 Gold. Mit Bimboots könnte ich hier richtig gut Gold machen. Aber, ja. Die brauche ich wahrscheinlich nie wieder. So. Dann statten wir dem Guru einen Besuch ab, zu dem ich nachher nochmal gehen muss. Das ist auch so ein Ding gewesen, dass ich nach einem bestimmten Aufsammeln eines Gegenstandes nicht wusste, wie es weitergeht. Jo, ich bin noch keinen Rang gestiegen, ist egal, ist ja gut. 30.000, vielleicht habe ich sogar den Rang Paladin noch, bevor das Spiel zu Ende ist. Ich habe eine neue Waffe. Vier Treffer nur noch, die die komischen Magie machen da. Sind nur noch zwei Treffer, wenn ich mich recht entsinne. Du hattest 6, jetzt bist du 4. Ich habe so wenig Heiltränke, wieso das? Wurscht. Stirb! Auch nur noch zwei Treffer. Sowas finde ich toll. Wenn die Waffen wirklich Wirkung zeigen. Schon wieder so ein hässliches Etwas mit riesengroßem Auge und mörderischer, überdimensionaler Fresse. Ja, dich hole ich mir jetzt nicht. Hör auf, mir weh zu tun. Und du komm runter. Du sollst runterkommen. Ach, leck mich. Die hatten 4 Treffer, jetzt nur noch 3. Ich will dich töten. Ui, Taucher.
Ja, was ist denn jetzt los? Ah, das war die Pause-Taste. Ich treffe die ganzen Tasten nicht mehr, um Himmels Willen. Ihr Scheißviecher zieht extrem viel ab. Das ist echt derb. So, ihr seht, hier ist was Tolles zu holen. Für mich sieht das aus wie eine Ente in Miniaturformat, die einen Stock im Arsch stecken hat. Da. Vielleicht habe ich aber auch einfach nur zu viel Fantasie. Wer weiß. Dieser Gegenstand ist dafür gut, dass ich zu dem Guru zurückgehe und einen Ring bekomme. Außerdem glaube ich, dass er meine Magie effektiver werden lässt. Jetzt hole ich mir den zweiten Gegenstand der legendären Ausrüstung. Und schon habe ich wieder 30.000 Gold. Ich gehe aber erstmal in die nächste Stadt, denn ich habe ein Problem. Ich habe nur noch einen Schlüssel und brauche aber zwei. War das jetzt ein Treffer? Oder zwei? Ach, keine Ahnung. Wahrscheinlich lass dich töten. Au. So war das jetzt nicht geplant. Okay, ich muss definitiv in die nächste Stadt. Meine Heiltränke gehen aus. Gut. Wie komme ich jetzt hier von der Leiter runter? Okay, hat sich erledigt. Hätte ich auch noch warten können, bis der runterspringt. Ananas! Gut. Oh, zwei blaue und was anderes. Jetzt habe ich ungefähr 600 Gold für drei Gegner bekommen. Nicht schlecht. Das sind Taucher, oder? Taucher mit Harpune. Schon wieder so ein ekelhaftes Vieh. Na, da wollte ich nicht hinspringen. Na, ich brauche nur das Geld einsammeln. Na, Mensch. Jetzt aber. Ha, geschafft. Ja, 200 Gold bringt das komische Vieh ein. Nicht schlecht. Stirb, stirb, stirb. Die hatten auch mal vier Treffer gebraucht, also bloß noch drei. So. Ich habe 30.000 Erfahrung. Cool, ich bin einen Rang gestiegen. Hallo, krummbucklige Schlüsselfrau mit Zigarette im Maul. Verkauf mir einen Schlüssel. Seht an, seht an. Günstiger geworden. Mein Bäcker mit dem Fisch an der Wand hat eine Art Krankenschwester. Die ist bestimmt nur einkaufen. 500 Gold ist zu verkraften.
Tschüss. Krankenhaus gibt es sicher auch. Nein? Naja. Wahrscheinlich so teuer, dass er keine Kunden hat. Superhero! Gut. Heiltränke. Dringend Heiltränke. Und gucken, was er sonst noch so im Sortiment hat. Ja, du verkaufst Zeug. Gib mal her. Oh, cool. Ja, das ist die stärkste Magie hier. Es dauert jetzt eine Weile. Die kaufe ich mir natürlich. Wird mir später sehr, sehr hilfreich sein. Ich dachte schon, da wird gar nicht mehr fertig mit dem Runterzählen. Jo, nichts zu danken. Das war die Pause-Taste. Ich brauche Heiltränke. Wie ihr gesehen habt, 1200 Gold. Deswegen ist es nicht schlecht, dass ich so viel Kohle habe. Ich glaube, damit haue ich gleich mein Inventar voll. Schon wieder die Pause-Taste. Ja, laber nicht so schnell, so langsam, sondern mach hinne. Na, Quatsch, das passt. Hau mal wieder rein und gehen zurück. Stecher, Alter. Da oben war irgendwas. Ich habe keine Ahnung was. Ihr habt gut Gold gegeben. Ja, über 600. Ananas. Alter. Ananas, stirb und gib mir dein Geld. Ah, zerfix. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Los, spring. Bitte dahin, wo ich es möchte. Flieg mir in die Gabel, du Biene. Oh, wieder mal ein bisschen grün. So mag ich das, wenn sie mir in die Gabel springen. Hallo, du komisches, überdimensionales Fressenvieh. Beide nicht zum Schuss gekommen. So. Und das ist das, was ich gerade vorhin meinte mit... Zu dem muss ich zurück. Gott labert der ewig. Was? Ring of Dwarf? Naja. Das sah zumindest gerade so aus. Schade. Muss ich nachher mal gucken, ob es wirklich so ein O war.
auf mich zu treffen, du Sackgesicht. Gib mir dein Leben, du komisches Etwas. Und du auch. Habe ich eigentlich einen Schlüssel gekauft? Ich hoffe, ja, habe ich. So. Und nochmal zurücklatschen. Auf mich anzuspringen. Ey, cool. Wo es die Dinger überall gibt. Ja, dich nehme ich mit. Hallo, du überdimensionales Fressenvieh mit Auge. Und ja, dass ich jetzt runtergefallen bin, war Absicht. Gift. Gab's eigentlich nichts zu holen. Außer so ein Zeitglas. Oh ja, so Zeitglas ist auch so ein elendiges Thema, was ich in diesem Spiel nicht benutzen würde oder werde. Kostet, wenn man es benutzt, die Hälfte des Lebens und ja, friert die Gegner ein, sodass die nicht laufen und nicht angreifen. Ne? Nun hatte ich halt das Problem damals gehabt, dass ich aus irgendeinem Grund vom Nichts aus, vom Nichts her angegriffen wurde. Meine Elixier wurde dann benutzt und dann war ich auf einmal tot kurz darauf. Ja, sehr super. Seitdem meide ich diese Stunden oder Zeitgläser, wie auch immer. So. Was soll das? Was soll das? Bastards. Ich hasse es. Na los, spring. Ananas? Kaputte Ananas? Ich hab jetzt voll Bock auf Ananas. Da oben ist doch was. Nee, ist nix. Einbildung. Ja. Cool. Schlimm. Ah, verdammt, ich lasse das jetzt einfach. Das nervt mich. Ach, reg mich nicht auf, du komisches Ding. Na also. So. Jetzt aber werde ich mich hier komplett mit Heiltränke ausrüsten. Denn glücklicherweise brauche ich jetzt keinen einzigen Schlüssel mehr. Ja, aber nicht so viel, sondern verkaufe.